Nach dem schwachen und nur äußerst glücklich gewonnenen Irlandspiel am Wochenende wollte die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft im 7. Spiel der WM-Qualifikation, diesmal gegen Slowenien, einen überzeugenderen 7. Sieg holen. Bei schöner Fußballatmosphäre in Mannheim konnte Bundestrainerin Silvia Neid gelassen bleiben. 13:0 hieß es im Hinspiel. Der Leistungsunterschied der beiden Teams war hinlänglich zum Ausdruck gekommen. Bei den Sloweninnen heute etwas bessere Defensive bis zur 18. Minute, als sie Melanie Leupolz frei stehen ließen, die die 1:0-Führung für die DFB-Auswahl erzielen konnte. 3 Minuten später, das deutsche Übergewicht bei Zweikampf, Übersicht und Schnelligkeit kommt zum Tragen. Flanke Bianca Schmidt und Anja Mittag macht das 2:0. Das deutsche Team unangefochten in dieser Szene wie in der ganzen Qualifikation in der Gruppe 1 haushoch überlegen in Führung vor Russland. Scheinbar sichere Qualifikation zur WM. Dann ein Fehler von Benag in der zweiten Halbzeit, öffnet die Chance für Anja Mittag dazwischen und dann Lena Lotzen. Das 3:0, 63. Minute. Den Tore-Schlusspunkt dann setzte nach schönem Zuspiel von Lotzen wieder Anja Mittag mit ihrem zweiten Treffer zum 4:0 Endstand. Der 7. Sieg im 7. WM-Qualifikationsspiel. Das deutsche Team hat wieder zu alter Souveränität gefunden. Und dennoch ist natürlich klar, bei der WM im nächsten Jahr in Kanada warten auf die deutschen Fußballfrauen Gegner von ganz anderem Kaliber.